das Holz stapelte sich. In Schmellinghausen fand am Wochenende die 6. nordhessische Meisterschaft im Brennholzspalten statt. Und die hatte wieder einiges zu bieten. Einige hundert Zuschauer verfolgten das Spektakel. Gespannt beobachteten sie, wie die 11 angetretenen Teams gemeinsam um den Sieg wetteiferten. Um den aber zu erreichen, waren geballte Kraft, volle Konzentration und schnelle Arbeit gefordert. Denn beim Wettbewerb ist vor allem eines wichtig, eine gute Zeit. Außerdem kommt es darauf an, dass das Holz in Viertel gespalten und zuletzt wieder im Stapel platziert wurde. Dafür, dass aber noch mehr Späne flogen, sorgte dann aber auch Mike Hartmann. Aus einem einfachen Holzblock am Anfang machte Hartmann mit seiner Kettensäge binnen weniger Minuten einen Holzkranich. Eine weitere Attraktion also neben dem eigentlichen Wettbewerb. Mit einer tollen Zeit von weniger als 6 Minuten gewannen den übrigens Thorsten und Daniel Rolf, die für das Team Költe angetreten waren.